farbenprächtig und gut besucht wie die Paraden der beiden anderen westlichen Alliierten war sie zwar nie, die Militärzeremonie der französischen Streitkräfte zum Jahrestag der französischen Revolution, aber sie war vielleicht die letzte, die überhaupt in unserer Stadt abgehalten wurde. Insgesamt waren seit 1945 rund 60.000 junge Franzosen für jeweils 12 Monate in Berlin stationiert. Daraus sind auch viele Freundschaften entstanden. Höhepunkt der heutigen Veranstaltung auf dem Gelände des Quartier Napoleon, das Fallschirmspringen aus 1500 Meter Höhe. Alle 5 Luftartisten landeten mit höchster Präzision vom französischen Stadtkommandant Poncar, der die Parade abnahm. Im Anschluss an die Militärfeier stieg im Garten des französischen Offiziersclubs eine Party. Die Offiziellen der Stadt trafen sich zum inoffiziellen Smalltalk. Und wir entdeckten dort auch sowjetische Offiziere, die sich offensichtlich sehr wohl fühlten. Und wenn Sie fragen sollten, wohin all die Ehrengäste sehen, das also ist des Rätsels Lösung. Ost-Berlins Oberbürgermeister Schwirzina war, wie man sehen kann, schwer begeistert. Wir wollten von den westalliierten Soldaten wissen, ob sie glauben, dass die heutige Revolutionsparade die letzte in Berlin war. Für die Soldaten ist es ein bewegender Augenblick, denn es ist sicher der letzte 14. Juli, den sie hier erleben. Le prochain 14 juillet, éternel pour la France, ce sera très différent certainement à Berlin. So how long we stay is purely dependent upon national capitals, the decisions of national capitals, and the decisions of the two Germanys. Und die beiden deutschen Staaten entscheiden. Was mich betrifft, Berlin ist eine wunderschöne Stadt. Ich liebe sie und meine Frau und ich haben uns immer sehr wohl gefühlt hier. Wir werden sehr traurig sein, wenn wir gehen müssen. Hoffentlich passiert das nicht zu schnell. Sad should the time come that we'll have to leave. Hopefully that won't be in the near future. Wir hätten natürlich auch gern die britischen Soldaten gefragt, konnten aber keine finden. Sie hatten sich schon zurückgezogen. Vom Fest natürlich nur. Wären Sie ein bisschen traurig, wenn die Alliierten aus Berlin weggehen? Ja, natürlich, klar. Es sind unsere Freunde geworden. Für lange Zeit. Seit 45, nicht? Das wird mir in einer Hinsicht schon leid tun. Und zwar deswegen, weil viele Freunde der Berliner Bevölkerung aus der Stadt rausgehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schön für die Einheit Berlins, wenn Berlin auf eigenen Füßen stehen kann. Die Hochstimmung in Berlin ist so, dass wir sagen, das ist so toll, die Zusammenführung. Freunde wollen wir behalten. Die müssen nicht als Alliierte hier bleiben. Ne? Wie ist es bei Ihnen? Na, ich möchte, dass die Alliierten bleiben. Warum? Ich fühle mich sicherer. Ich würde gerne in Deutschland bleiben, weil wir einen sehr guten Kontakt zu den Deutschen haben. Und auch würde ich das sehr begrüßen, hier bleiben zu können. Sie sind Französin? Ich bin Belgierin eigentlich. Belgierin mit einem Franzosen verheiratet. Und wir fühlen uns sehr wohl hier in Deutschland. Sehr.